Hallo zusammen, ich bin jetzt hier in Rechlin Nord an einer echt wunderschönen Badestelle. Leicht außerhalb mit Sanitärhaus und allem, was so dazugehört. Ein schöner Volleyballplatz und einem kleinen Strand. Was schade ist, aufgrund dieser Corona-Pandemie, dass halt die ganzen öffentlichen Sanitäreinrichtungen und so hier draußen immer geschlossen sind. Sonst wäre es perfekt. Man kann es vielleicht so ein bisschen an den Bäumen dort erkennen. Das Wetter ist wirklich sehr durchwachsen. Man könnte fast meinen, es ist Herbst. Ich bin jetzt, ja, in dem letzten Video habe ich ja gesagt, ich fahre noch weiter. Aber ich bin nicht mehr groß weitergefahren, weil es so zuzog und so stürmisch wurde, dass es keinen Spaß mehr gemacht hat. Deswegen bin ich jetzt heute wieder auf einer neuen Tour nach einem Tag Pause, weil es auch, mir ging es persönlich nicht gut. Und jetzt probiere ich heute dann mal hier weiterzukommen. Wenn denn das Wetter mitspielt. Wie gesagt, mit Herbst habe ich jetzt im Juli nicht gerechnet. Von hier hat man jetzt so eine schöne Aussicht auf den Hafen von Rechlin Nord. Und in die Richtung muss ich, glaube ich, auch gleich erst weiterfahren. Hier im Kreisverkehr sind schön hier diese Flugzeuge, weil es ja hier auch in Rechlin Nord dieses Flugzeugmuseum gibt. Daher wahrscheinlich hier dieses, Kunstwerk. Ich glaube, dieser Kahn ist nicht mehr so ganz seetauglich. Ja, innen drin sieht man noch so ein Stahlgerüst. Ich weiß nicht, ob das... Doch, das war anscheinend wirklich mal ein Schiff. Ja. Hier ist wieder richtig was los. Völlig überfüllt hier und keine 100 Meter weiter ist ein Parkplatz. Der ist leer. Ist immer schwer nachvollziehbar. Hier geht der Müritz-Rundweg jetzt eigentlich rechts rum. Ich werde mal runterfahren Richtung Seebrücke und Strandbad. Also der Weg hier runter Richtung Seebrücke und Strandbad ist nicht ganz so einladend. Aber es heißt ja nichts. Aber man kommt hier an coolen Fahrzeugen vorbei. Der Groomer Hunter sagt mir auch nichts. Das nenne ich mal ein Apartmenthaus. Es steht direkt am Wasser und wenn man oben die Wohnung hat, ist wahrscheinlich beeindruckend, wenn man dann hier so alles überblicken kann. Hier geht es jetzt zum Strandbad rein. Am Wasser kann man auch wieder einigermaßen erkennen, dass es doch recht windig ist, auch wenn es jetzt hier gerade geschützt ganz angenehm ist. Ach, ist das die Seebrücke dazu? Oder? Naja, ich schau mal. Es ist so ganz nett hier, ist halt eine riesen Ferienhaussiedlung. Aber hier das von der Aussicht her ist schon schön. Vorne gehört auch noch so ein kleiner Badestrand dazu. Stützpunkt Müritz. Das Ganze hier war ja irgendwie 30er, 40er Jahre, ich habe die Jahreszahlen nicht genau, durch die russische Armee alles entstanden.
Und nachdem die irgendwie hier wieder abgerückt sind, ist so langsam erst aus der Not heraus im Grunde diese touristische Art entwickelt worden. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es heute anders sagen soll. Mir fällt's nicht weiter ein. Und hier geht's jetzt weiter nach Böck. Von der Firma hier rechts im Bild kommt ein unheimlicher Kunststoffgeruch, der so richtig schwer in der Luft liegt hier. Alles andere als angenehm. Auch hier erkennt man immer noch ganz gut, welche Ursprünge diese ganze Gegend hatte. Kampfmittelbelastetes Gebiet. Ja, hier habe ich jetzt dann Bolter Schleuse erreicht. Nach einer Strecke, die recht abwechslungslos ist. Irgendwie schon gelangweilt, könnte man mich heute bezeichnen, glaube ich. Hier vor mir ist jetzt die Bolter Mühle. Auch hier mit einem Mühlenrad, was aus Edelstahl oder was gemacht ist. Ja, nicht Edelstahl, aber aus Metall. Um zumindest den Schein zu wahren, dass es sich hier noch um eine Mühle handelt. Zusätzlich ist hier auch die Schleuse, so wie es da auf dem Schild steht. Ich schaue mir das mal kurz an und dann erzähle ich euch was dazu. Also hier mit der Mühle gab es mit der Böker Mühle und Bolter Mühle immer so ein bisschen Knatsch, weil die Bolter Mühle wohl so einen hohen Wasserverbrauch hatte. Irgendwann wurde es dann übernommen und derjenige, der das alles fertig gemacht hat, durfte dann auch hier die Schleuse bauen. Und das war dann die erste Verbindung von der Müritz nach Berlin. Die erste schiffbare Verbindung. Das ist doch ganz interessant. Hier geht es runter zu so einem kleinen Anlieger. Ja gut, das Wasser ist halt wie es ist durch das ganze Laub hier, ne? Aber es sieht recht idyllisch aus. Ja, Bolter Schleuse waren jetzt noch zwei Häuser. Dann ging es runter zu so einem Feriendorf und so eine Fischerei und Räucherei, wo man hin konnte. Aber das war's dann. Jetzt geht's weiter zu dieser Bökermühle. Ja, wenn man jetzt hier reinkommt, Bökermühle, geht es da runter zum Anleger am Bolter Kanal. Hier Richtung Mühle nehme ich an. Also landschaftlich eigentlich schön hier, aber so richtig sehenswert ist hier jetzt bis jetzt noch nichts. Außer die Landschaft. Und natürlich Landys Defender mit Kabine drauf ist immer sehenswert. Wenn sie auch nur im Garten steht. Ja, und das war es schon wieder mit Böker Mühle. Jetzt werde ich noch mal ein Stück zurückfahren und gucken, wo die Mühle ist. Weil bei den drei Häuschen kann man sich eigentlich nicht so vertun, oder? Ja, Leute, wenn es mal scheiße läuft, dann richtig. Jetzt ist die Kette zwar nur abgesprungen, aber die ist so verkeilt zwischen Kettenblatt und Rahmenlager, dass ich da jetzt irgendwie erstmal dran rumhebeln muss. Also ich schiebe mal jetzt noch 5 Kilometer ungefähr, dann müsste irgendeine Option kommen, dass ich vielleicht am Werkzeug komme. Wobei Schraubenschlüssel im Bus, habe ich sogar mit, könnte auch hier klappen. Aber ich möchte das Video für heute beenden, wenn es auch kurz war und wahrscheinlich auch nicht so, weiß ich nicht, freudig wie sonst. Hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat. Macht's gut, euer Markus.